Hallo meine Lieben, ja schön, dass ihr hergefunden habt. Wir werden heute gemeinsam die Gedanken, Gefühle und auch die kommenden Schritte deines Gegenübers legen. Schau bitte immer, ob du in Resonanz damit gehst, denn das ist eine allgemeine Legung. Okay, wir fangen jetzt an mit der Gedankenebene deines Gegenübers. Dazu nehmen wir eine Karte der Liebe. Okay, wir haben hier einmal den Rückzug. Wir nehmen jetzt noch drei Lenormand-Karten. Okay, wir haben den Reiter, wir haben das Haus und wir haben die Eulen. Ja, das ist auf jeden Fall eine Energie, die gerade auf dich zugerichtet ist. Einer von euch beiden ist hier im Rückzug. Ich weiß jetzt nicht, also ich kann jetzt nicht hier rauslesen, wer jetzt hier in den Rückzug gegangen ist, aber ich nehme hier eben einen Abstand wahr und dein Gegenüber nimmt diesen Rückzug jetzt eben auch wahr, denn wir haben gerade bei den Lenormand-Karten eine sehr auf dich zugewandte Energie. Wir klären aber jetzt auch nochmal die drei Karten ab, um da näher reinschauen zu können auf den Reiter. Da haben wir einmal die Schlangenenergie auf das Haus, die schnelle Nachricht und auf die Vögel, die Wunderlampe. Okay, tatsächlich möchte ich jetzt auch noch mal den Rückzug abklären. Ich habe hier zwar schon einen Impuls. Genau, also, guck mal, an der Unterseite haben wir die Rose, die Liebe, die man beschützen möchte. Und das nehme ich hier tatsächlich auch wahr. Je nachdem, wer jetzt hier in den Rückzug gegangen ist, tendenziell, gut, es gibt auch Selbstsabotage, ja, es kann sein, dass dein Gegenüber sich zurückgezogen hat und sich irgendwie selbst im Weg gestanden hat, aber für die meisten von euch nehme ich tatsächlich wahr, dass du dich zurückgezogen hast und dass es deinem Gegenüber dadurch nicht besonders gut geht zurzeit, aber ich nehme den Rückzug eben aus dem Grunde wahr, weil hier noch ja eine, schau mal, ein Einfluss von außen in eure Verbindung reingemischt hat. Die Schlangenenergie haben wir hier. Es können falsche Freunde sein, es kann noch ein anderer Mensch im Leben deines Partners oder Gegenübers sein oder vielleicht sogar auch bei dir, aber irgendetwas im Außen war ein Störfaktor in eurer Verbindung, was eure Bewegung nach vorne sabotiert hat. Ja, also da hat jemand viel Einfluss in eure Verbindung gehabt, was hier sicherlich auch zu dem Rückzug geführt hat, ja, und dein Gegenüber, der macht sich gerade sehr viele Gedanken darüber, über diesen Störfaktor, der da wirklich sehr sabotierend in eurer Verbindung war, und ich habe auch das Gefühl, dass dein Gegenüber weiß, dass genau das das Hindernis in eurer Fortbewegung sozusagen, in eurem Weiterkommen, in eurem Wachstum ist oder auch war. Ja, das ist hier auf jeden Fall auf der Bewusstseinsebene. Wir haben hier das Haus noch mit den schnellen Nachrichten. Dein Gegenüber fühlt aber diesen Halt und diese Festigkeit tatsächlich mit dir gemeinsam. Ja, man fühlt hier auch irgendwie, dass dein Gegenüber sich ja, mit dir tatsächlich zu Hause fühlt. Also du gibst ihm ein gutes Gefühl, zu Hause, das Zuhause angekommen sein, ja. Aber wie gesagt, da ist immer wieder mal so dieser Einfluss von außen dazwischen gefunkt. Wie gesagt, es können Freunde sein, Familienmitglieder oder vielleicht noch ein anderer Partner, der da ist, ja. Muss, wenn du jetzt sagst, nee, das ist nicht so, dein Gegenüber ist noch total gefangen in der Vergangenheit, der hat damit irgendetwas noch nicht abgeschlossen oder vielleicht sogar du, dann kann das hier eben auch dieser Störfaktor sein. Aber wichtig ist hier zu wissen, dass das hier auf der Bewusstseinsebene deines Gegenübers ist, ja, und er eben weiß, dass genau dieses Hindernis aus dem Weg geräumt werden möchte, um eben jetzt hier diese Bewegung in eure Verbindung reinzubringen. Ja, also hier möchte er auf jeden Fall mit dir gemeinsam darüber sprechen. Ja, genau, vielleicht weißt du noch nichts davon oder kannst es noch nicht erahnen, aber die Nachricht ist sozusagen schon gedanklich auf den Weg zu dir und er möchte diesen, sag ich mal, diesen Abstand zwischen euch wieder in eine gewisse Nähe zusammenführen, ja, also diesen Rückzug, ob es jetzt von ihm ausging oder von dir ausging,
Das ist etwas, wo dein Gegenüber zurzeit es ihm nicht so gut geht und er möchte das natürlich wiederherstellen, diese Nähe zwischen euch. Und genau, das macht ihm hier tatsächlich sehr viel Unruhe auf den Gedanken. Auch er ist sehr aufgeregt, ja, denn er hofft natürlich, je nachdem wie verzwickt eure Situation ist, er hofft hier mit einem Wunder, ja, dass man hier wirklich die Vergangenheit, Vergangenheit lassen, sein lassen kann und hier wirklich auf Null nochmal sozusagen anfangen oder weitermachen kann. Ne? Also hier manifestiert er das quasi so, er spielt sich das gedanklich durch und hofft hier eben auf ein Wunder. Ja, also wie gesagt, schau bitte, bei wem diese Schlangenenergie ist, dieser Einfluss von außen. Aber mir scheint hier schon mehr vorgefallen zu sein, weil wenn dein Gegenüber schon über ein Wunder nachdenkt, sozusagen hoffentlich kann man das hier noch retten, sozusagen, dann ist hier vielleicht schon auch mehr vorgefallen. Okay, dann schauen wir mal auf der Herzgegend deines Gegenübers. Da sind zwei gefallen. Wir haben hier einmal die falsche Entscheidung und das Vergnügen. Okay, so. Vielleicht ist dein Gegenüber auch zweigleisig gefahren und hat irgendwie sich von einer anderen Seite manipulieren oder verführen lassen. Ne? Und jetzt hat er ganz stark das Gefühl, das war hier total die falsche Entscheidung, sich nicht für dich entschieden zu haben, sondern dieser anderen Person oder Fremdenergie mehr Aufmerksamkeit zu schenken, weil er sich vielleicht auch im ersten Moment gegen dich entschieden hat. Das kann hier auch durchaus sein, ne, wenn ich jetzt hier sehe, die falsche Entscheidung. Deswegen ist es vielleicht tatsächlich auch so, dass er hier auf ein Wunder hofft, weil er hier etwas ganz Blödes angestellt hat. Ja? Lass uns nochmal schauen mit den Lenormand-Karten. Wir haben hier den Turm. Ups, da sind noch drei gefallen, dann nehmen wir die auch. Wir haben hier wieder die Vögel. Den Bär und die Roten. Und die möchte ich auch mal gerne abklären, die die Karten mit einer Klärungskarte. Wir haben hier die Orgonitkreuze auf die Vögel, das Grammophon und die Schaukel. Ups, auf den Bär haben wir das Liebespaar und auf die Roten haben wir der feurige Mann. Okay. Also, was man hier sieht ist, ja, gerade mit dem Turm und mit den Orgonitkreuzen, nämlich hier war, genau, sehen wir hier auch so eine Art Isolation oder eine Trennung sozusagen zwischen euch, diesen Rückzug, ja. Hier geht es tatsächlich um Blockadenlösung und diese Blockade nämlich eben mit dieser Fremdenergie war, genau, und er spürt natürlich auch, um diese Trennung zwischen dir und ihm oder diesen Abstand zwischen dir und ihm eben wieder zu kitten und in eine positive Bewegung reinzubringen, muss hier eben diese große Blockade gelöst werden, dieser Schlangenenergie. Ja, und hier eben auch, er spürt, egal welche Entscheidung er getroffen hat, das war eine falsche Entscheidung, die fühlt sich einfach vom Herzen her auch nicht richtig an. Denn Spaß hat er hier mit dir, ja, du gibst ihm hier das gute Gefühl. Wir haben ja auch hier schon gesehen, das Zuhause angekommen seins, ja. Dann hier mit den Vögeln und mit der Schaukel und mit dem Grammophon, ja, nämlich hier war sozusagen, da hat er auch diese Aufregung auf der Herzgegend, denn er möchte euer Projekt hier wieder aufgreifen, ja, und hofft eben auch, dass du ihm hier verzeihst, eben wegen einer bestimmten Person oder eben einer Energie hier, ja, die zwischen euch gestanden hat. Tatsächlich möchte er diesen On-Off-Zyklus zwischen euch durchbrechen, diesen Kreislauf durchbrechen, ja. Genau, und das macht ihm hier richtig viel Kummer und sozusagen eine Aufregung. Wie gesagt, wir haben es auf der Gedankenebene und oft auf der Herzgegend, weil er sehr aufgeregt ist. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass er Angst hat, eine Abfuhr von dir zu bekommen, nachdem er irgendeine falsche Entscheidung getroffen hat und dieser Schlangenenergie eben mehr Aufmerksamkeit geschenkt hat und sich unter Umständen auch gegen dich entschieden hat in einer bestimmten Situation oder dich hat fallen lassen, ja? Und das macht ihn hier sehr nervös auf der Herzgegend. Was man hier ganz klar sieht, ist, dass er, ne, der Bär sozusagen, der steht auch für ein ganz, ganz starkes Band zwischen zwei Menschen. Und man sieht hier auch als Klärungskarte das Liebespaar.
Ja, und das ist hier eben diese Herzentscheidung. Sein Herz ist sozusagen in deine Richtung ganz stark, ne? Und wie gesagt, was er hier vielleicht gemacht hat, war vielleicht aufgrund auch einer Verführung oder Manipulation. Und du sagst jetzt vielleicht, ach, das wird jetzt hier so lapidar entschuldigt, um Gottes Willen. Jeder ist in einer ganz bestimmten Situation und nur du kannst auch entscheiden, inwieweit du dich weiterhin entscheidest für diesen Menschen oder für euch beide. Ne? Ich lese hier die Energien. Genau, das spür bitte ganz in dich hinein, dass du für dich einfach die richtige Entscheidung triffst oder vielleicht diesen Menschen einfach auch nochmal eine Chance geben möchtest oder sagst, du hast die Nase voll und ziehst einfach weiter. Das ist natürlich ganz an dir. Ne, man sieht hier einfach bei diesem Menschen auf der Herzgegend, dass er eben diese Verbindlichkeit und diese Herzentscheidung in deine Richtung hier spürt und auch tatsächlich großen Respekt vor dir hat. Ne? Vielleicht macht das eben auch diese Aufregung bei diesen Menschen, sei es auf der Gedanken- oder auf der Herzgegend. Genau. Ja, dann haben wir hier die Ruten und den feurigen Mann. Und das ist so interessant, da ist er voll im Konflikt mit sich selbst, weil ich habe das Gefühl, dass er unter Selbstwertmangel leidet, weil er steht nicht so wirklich seiner männlichen Energie, was ich hier wahrnehme. Ne? Das ist wirklich so ein innerer Konflikt, was ich hier wahrnehme. Dass er vielleicht in der Vergangenheit wenig Rückgrat hatte oder wenig ins Tun gekommen ist. Ja, sich eher an das Außen so angepasst hat, wie es gerade so in den Kram kam. Und das ist hier etwas, wo er spürt, dass er wirklich mehr in die Männlichkeit kommen muss. Ja. Ja, einfach auch wirklich in diese Aufregung, die er auch gerade so spürt, ne, das macht ihn ja auch ganz aufgeregt und da wünscht er sich oder da weiß er einfach auch, dass er ein bisschen stärker werden möchte und ja, ein bisschen mehr mit Leidenschaft oder mit Machertum sozusagen wieder da reinbrecht in eure Verbindung, richtig zielgerichtet. Aber irgendwie bekomme ich rein, dass er sich gerade selber nicht so wirklich viel zutraut, ne? Und deswegen kommt ja auch diese Aufregung, sozusagen diese Aufregung hoch, vielleicht auch die Angst, dass du ihm eine Abfuhr geben könntest. Das bekomme ich hier rein. Dann lass uns doch mal schauen, wie tendenziell die kommenden Schritte aussehen. Wir haben hier das Geben. So, dann schauen wir mal hier. Wir haben den Baum. Da sind zwei gefallen noch. Wir haben den Mann hier liegen. Oh, guck mal, und das Labyrinth. Okay, dann klären wir auch noch mal diese drei Karten ab auf den Baum. Da haben wir den Geldautomat auf ihn. Die Kristallkugel, aber lass uns da noch mal eine nehmen. Der Engel der Freiheit und auf den Irrgarten. Der Skeptiker, okay. Also, er hat auf jeden Fall vor, auf dich zuzugehen, dir etwas zu geben, ja, dir ein Angebot zu unterbreiten. Was ich hier wahrnehme, ist, dass dieser Mensch vielleicht auch unter anderem nicht mit seinen Finanzen hier glücklich ist und deswegen auch so ein bisschen dieser Selbstwertmangel kommt und sich dadurch Bestätigung im Außen sucht, ja. Vielleicht auch deshalb dieser Schlangenenergie ein bisschen mehr Aufmerksamkeit geschenkt hat, weil er vielleicht auch von seinem eigenen Problem so ein bisschen ablenken wollte, ne? Weil wir sehen hier, gerade mit dem Geldautomat kann es sein, dass vielleicht ja, ihm Sicherheiten fehlen. Das kann auch sein, manchmal, das sind Menschen mit viel Geld, aber die fühlen sich trotzdem nicht sicher, weil sie noch mehr wollen. Aber irgendwie scheint dieser Mensch Probleme mit seinen eigenen Finanzen oder mit seiner Berufsposition zu tun haben, wo er gerade nicht wirklich zufrieden ist. Aber was ich hier wahrnehme, ist, dass er schon auch versucht, daran zu arbeiten, um sich hier auch zu diesem feurigen Mann hochzuarbeiten. Ja, da ist er gerade dran, da auch in diesen Wachstum zu gehen oder optimistischer einfach zu sein und die Dinge auch ein bisschen mehr anzupacken. Dieser Mensch, der wird auf jeden Fall sich nochmal ganz genau hier diese sabotierenden Menschen anschauen, die bei euch wirklich sehr, sehr sabotierend waren. Genau.
Das ist sehr interessant, weil wir hier auch den Skeptiker drauf liegen haben. Und der stellt nämlich komplett alles in Frage. Ja, das heißt, gerade hier diese Personen, die im Außen bei euch reingefunkt haben und in eurer Bewegung wirklich sehr sabotierend waren, schaut er sich das ganz genau an und ist mittlerweile auch sehr, sehr misstrauisch gegenüber dieser Fremdenergie. Ja, das ist schon mal der erste Schritt, dass er das erkennt. Wenn du jetzt sagst, okay, das ist meine Legung, dann ist das hier an sich sehr positiv, weil man hier nochmal alles reflektiert und sich das genau nochmal anschaut und sich vielleicht dann eben nicht mehr so manipulieren lässt, wie jetzt vielleicht in der Vergangenheit, ja. Und hier habe ich tatsächlich liegen, dass dieser Mensch dann auch eben durch diese Erkenntnis auch die Kraft haben wird, davon loszulassen. Also ich nehme hier tatsächlich primär wahr, dass er weiß, dass er gewisse Dinge verändern muss, ja, um dir das Wasser reichen zu können, dass du eben ihm nochmal diese Chance gibst, ne, weil er hofft ja auch auf ein Wunder. Aber ich habe das Gefühl, dass er tatsächlich auch viele Dinge in die Veränderung bringen möchte, a, seine Finanzen oder beruflichen Situationen, aber auch diese Fremdenergie, dass er da auch etwas loslassen möchte, was da einfach dieses große Hindernis zwischen euch war, aber auch zeitgleich, weil er dir hier etwas geben möchte, ja? Also genau, das ist eine sehr schöne Entwicklung, deshalb schau bitte hier, ob du in Resonanz damit gegangen bist, ja, und wenn dir die Legung gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Like, Kommentar oder Abo. Dann macht's gut und habt noch einen schönen Tag. Tschüss!